Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demonicon. Wir sind in der Oberstadt angekommen. Und es geht bestimmt hier eine brennende Bestie! Aus dem Nichts! Trajos, steh uns bei! Ich kümmere mich darum. Ist der Weg frei? Im Prinzip schon. Sofern euch Parels Leute durchlassen. Dann sprecht für mich, Markgraf. Es geht um das Leben eines Kindes. Und nicht mal das Kartell kann eine Oberstadt entflammen wollen. Ihr glaubt wirklich, dass sie noch auf mich hören? Nein, Chiron, seit ihr Falk töten musstet, hat sich viel geändert. Es gibt keinen Seuchenvogt mehr. Alle Rondrianer, die dem Verräter dienten, fielen unter Jakons Richtschwert. Und bevor die Rondra-Kirche neue Truppen schicken kann, wollen Parel und Fergolosch ihre Revierkämpfe entschieden haben. Fergolosch will den neuen Seuchenvogt stellen. Er hat mich belogen. Parel glaubt, er kämpfe für die Freiheit. Fergolosch meint, dass er das Gesetz verteidigt. Aber beide machen einen furchtbaren Fehler. Sie stellen ihren Hass über das Wohl der Stadt. Tja, wir zeigen mal Verständnis in dieser Version. Verstehe. Die Garde ist außer Kontrolle. Und damit seid ihr nur noch ein einzelner Mann. Es gibt eine Möglichkeit. Vielleicht sind Jakons Leute stärker. Die verbliebenen Rondrianer sind die einzige Möglichkeit, diese Stadt wieder in den Griff zu bringen. Ey, der Mund bewegt sich nicht. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Wir könnten jetzt überreden machen. Und dafür eine Belohnung raushauen. Aber ich will ja eigentlich auf gut spielen. Ja, wir machen es einfach mal zum Zeigen, weil ich werde es wohl danach nicht mehr anwenden, es sei denn, es ist irgendwas was Gutes, was ich damit mache. Ich will ja kein Geld, wofür brauche ich Geld? Einfache Frage. Was kriege ich dafür, außer den Jubel der Bürger Varungs? Ich bin noch immer der Markgraf von Varung. Mir wird sicher etwas Angemessenes einfallen. Das wird sich zeigen, Markgraf. Das gibt viel Erfahrungspunkte. Mein nächstes Ziel ist ein Feuerdämon. Ja, dann werde ich es dafür einfach nur machen schon, wegen den Erfahrungspunkten. Die Wasserspeier starren einen an, egal wohin man geht. Überbleibsel aus der Zeit der Nekromantenherrschaft. Vielleicht gab es beim Wiederaufbau einfach keine anderen Verzierungen. Oder niemand hat sich getraut, die Speier zu entfernen. Schauen wir uns mal auf der Map an, wie das hier aussieht. Okay, mal was höher. Ja, das ist schon eine ordentliche Größe wieder. Da hinten ist die Nebenquest, die wir neu bekommen haben. Da gehen wir, glaube ich, zuerst hin. Erstmal hier diese Gasse abklappern. Ob wir hier irgendwo was finden. Ich sollte vielleicht ein paar Pünktlein auch in Sinneschärfe reinsetzen. Obwohl hier die Truhen finde ich eigentlich recht schnell. Pflanzenkunde. Alles in Ordnung soweit. Ihr wollt spielen? Hier, ich habe eine neue Fähigkeit aufsteigen lassen. Ja, und sie ist sehr mächtig. Der da hat einen Zweihänder, den machen wir auf jeden Fall damit. Oh, wegrollen! Was wollt ihr denn? Oh, wegrollen. Die sind aber schnell. Keine Power mehr. Und wegrollen. Sehr gut.
glaube, wir haben genügend GP, um diese Fähigkeit jetzt nochmal was mehr zu steigern. 147, reicht das? Waren, glaube ich, 150, ne? Ah, Mist. Da machen wir nämlich nochmal 3 Schaden mehr die Sekunde. Sehr mächtig, dieser Pesthauch. Wir gehen erst rechts. Heieiei. Der alte Nekromantentempel. Von hinten rein. Können wir leider nicht hochgehen. Schade. So, hier wieder was vorsichtiger. Oh. Hallihallöchen. Ja. Weniger Verbrauch. Schaden. Das kostet nochmal 150. Das machen wir gleich aber. Und dann haben wir den stärksten Pesthauch drin. Sehr schön. Und als nächstes gehe ich entweder hier drauf, damit ich den habe, glaube ich. Und dann machen wir den dann noch. Und das hier brauche ich eigentlich nicht. Können wir mal gucken, ob wir das noch machen. Naja. Schauen wir mal, wie weit das geht. Aha. Hier können wir was machen. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Hm. Ist ja ganz schön verzweigt hier. Ho, 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 ho. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja doch ganz schön viel. Wir gehen erstmal hier lang. Wir müssen eigentlich auf die andere Seite. Aber vielleicht gibt es hier irgendwas, wo wir eine Falle entschärfen können, die da hinten ist. Deswegen schauen wir uns erstmal um. Ah! Giftschaden! Gah. Das wollen wir nicht. Aber wir haben doch Gegengift. Mist, bin ich rausgegangen. Schwacher Heiltrank. Vergiftung, weg damit. Heiltrank von Teriak. 4 Lebenspunkte die Sekunde. Ist nicht schlecht. Den legen wir mal. Nein, nicht auf Plunder. Eieieiei. Belegen wollte ich natürlich. Plunder. Da. Den legen wir dahin. Sehr schön. Oh, Vergiftung ging nicht weg, doch. Aha, hier. Falle entschärfen. Sehr gut. Kein Gift mehr. Zeichen des Lebens. Etwas Lebensenergie können wir da hoch machen. Brauchen wir also nicht. Weitergehen. Der schwarze Stab. Wir haben ihn bekommen. Das heißt, wir haben die letzte Nebenquest auch beendet. Sie nur noch da abgeben und schauen jetzt mal, wo die restlichen 2 Kinder sind. Eins ist ja leider schon am alten Rondra-Tempel umgebracht worden. Von dem hochbeschworenen Feuerdämonen.
hoch und dann da nochmal schauen. Schlüsselknacken 5. Ah, hier sind wir lang gekommen. Ach, das Tor ist zu. Wir müssen einen Umweg machen, alles klar. Schwacher Heiltrank kann nie schaden. Sind wir auf jeden Fall gut eingedeckt mit Heiltränken. Und ich kann bestimmt auch wieder mit Alchemie wieder ein paar schöne Sachen machen. Du bist neu. Du siehst ja fast aus wie die von Oblivion und die aus dem Tor rauskommen da. Und du hast ganz schön viel Kraft. Aber du bist nicht. Komm, wir nehmen Unsterblichkeitstrank und machen ein bisschen Essenz hoch. Ah, wenn wir getroffen werden, war es das mit der Essenz. Okay. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Können es aber mal versuchen. Hier. Yeah. Wir nehmen ja schon ganz schön viel Schaden. Ah, sehr schön. Das ist einfach genial, dieser Pesthauch. Na, noch immer auf der Suche nach den Flammen der Leidenschaft? Du weißt, dass es brennt und stehst hier herum? Ich habe den Beschwörer nicht eingelocht und dadurch seinen Rachedurst geweckt. Den Teifel-El hätte er ohnehin gerufen. Aber hier nutzt er uns wenigstens. Das arme Kind, übel, aber aufgeregt, das arme Kind. Du setzt hier ein Leben aufs Spiel. Ein Kind könnte verbrennen. Oh, das ist bedauerlich. Hätte nicht gedacht, dass so ein unbedarfter Geist wirklich den Teifel-El rufen könnte. Aber rein hypothetisch, welches Leben wäre dir mehr wert? Das eines Kindes oder das deiner kleinen Kalandra? Du hältst das alles für ein Spiel, was? Zu schön, wenn es nur ein Spiel wäre. Aber wir brauchen den Teifel-El, Kairon. Wir brauchen die verbrannten Steine. Überreden können wir machen. Du steckst hinter der Beschwörung des Feuerdämons. Was weißt du über diese Viecher? Zu viel der Ehre. Ich hatte fähige Mitarbeiter. Aber ich helfe gern. Außer bleichen Knochen sind sie nur tödlich heiße Flammen. Schwer zu knacken mit deinem Schwert und deinem niedlichen Metallhandschuh. Dank Azeriel habe ich mehr als nur mein Schwert und meine Fäuste, um mit Dämonen fertig zu werden. Und diese Zauber solltest du nutzen. Geh lieber nicht zu nah ran, sonst versenkst du dir noch die letzten Haare. Also überreden und diese Götter und Kulte, das muss man hochmachen, einfach nur wegen der Story. Also es ist... Also weil ich nochmal neu anfange, mache ich die zwei direkt als erstes, glaube ich, hoch. Cassius Pakt. Die dunkle Mutter. Du hast ihr deine Seele verkauft? Ja. Erst Zul'Garoth, dann ihr. Zugegeben, beim ersten Mal hatte ich keine Wahl. Klingt riskant. Und aufregend. Hier, überreden 4. Vielleicht bin ich etwas netter zu dir, wenn du mir verrätst, mit was dich Targunitot beschenkt hat. Du hast diese charmante Art. Da kann ich nicht widerstehen. Also, im Zweifel lässt du Zombies für dich kämpfen? Albträume, Kairon. Täuschung, Illusion.
Ich bin ein verspieltes Mädchen. Und der Duft verwesender Körper langweilt mich inzwischen. Du zauberst mit Blutmagie, richtig? Dann gehört deine Seele Borbarat. Ich bewundere, was er geschafft hat. Die Erzdämonen gegeneinander auszuspielen. Ich mag seine Lehre und benutze seine Zauberformeln. Und wenn er von dort, wo er jetzt sein mag, Anspruch auf meine Seele erheben kann, meinetwegen, dann streiten sich drei Entitäten um mich. Im Zweifel dürfte die dunkle Mutter am mächtigsten sein. Du willst eine Untote werden? Ich habe schon so viel für die dunkle Mutter getan, dass sie sicher eine bessere Verwendung für mich hat. Wenn sie mich einst aufnimmt, werde ich ein Morkan. Ein Dämon, der aus den Albträumen der Menschen ganze Welten schafft. Ich wüsste nicht, was ich Höheres erstreben könnte. Aber ich will kein Risiko eingehen. Sulgaroth muss mich freigeben. Und darum müssen wir ihn beschwören. Dieses Kloster, erzähl mir mehr davon. Uns alle hat dieses Kloster hervorgebracht. Es ist keinem Geringeren als Borbarat selbst geweiht. Und wo es ist? Hoch in den Felsen der Schwarzen Sichel. Wir alle kommen von dort? Du und Kalandra, ihr wurdet von unserem Vater entführt. Aber wir anderen sind dort aufgewachsen. Bereit gemacht worden für den Kampf, der uns erwartet. Die zwei anderen erwarten. Glaubst du, Kalandra ist bei ihnen? Azaril wird sie ihr vorgestellt haben. Natürlich, die Gabe ihres neuen Lieblings muss ja wachsen. Wer das überlebt hat, weiß ich natürlich nicht. Du meinst, unser Vater? Sieht so aus. Aber nimmst du es da denn so genau, mein Schöner? Woher weißt du so viel über Azaril? Ich war ihre Schülerin. Viele Jahre. Aufgewachsen in dem Kloster, in dem wir alle geboren wurden. Ich, du, Kalandra, Falk, Gamat und die beiden anderen. Du bist nicht mehr dort. Ich hatte das Glück, geraubt zu werden. Ich musste mich selbst befreien. Und das ging natürlich so einfach. Aus einem Kloster von Blutzauberern, verborgen vor der ganzen Welt in den Bergen. Nachdem ich Azarils Plan durchschaut hatte, war es einfach. Ich heuchelte Zuneigung und knüpfte gleichzeitig Kontakte zu den Nekromanten. Als sie Kalandra zu uns brachte und ich ihr großes Talent sah, habe ich mir Hilfe geholt. Eine neue Mentorin sozusagen. Wen? Die dunkle Mutter. So, das reicht, würde ich sagen. Weiter. Wie konntest du das tun? Den Beschwörer auf diese irre Idee bringen? Kinder Dämonen beschwören zu lassen? Nun, wir sind in den Schattenlanden. Besser zu früh als zu spät. Eines der Kinder ist tot. Vielleicht bald noch eines, wenn du es nicht aus seiner Not errettest. Du weißt auch, wo das letzte Kind ist, habe ich recht? Die Trümmer von Rassasurs Pyramide. Das wäre doch bestimmt ein spannender Ort zum Spielen, oder? Du tust das, um mich herauszufordern. Um zu sehen, wie ich reagiere. Ich muss doch sehen, mit wem ich mich einlasse. Du wartest hier. Du hast mir noch einiges zu erklären. Ich liebe es, wenn du mir Befehle gibst. So. Zeichen des Schattenjägers. Das schauen wir uns gerade mal an. Was ist das? Lebenspunkte. Was soll ich damit? Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin.